Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen. Mein Name Kadir Sanje, ich bin der Imam im House of One und hier sind meine Kollegen Rabbiner Andreas Nahama und Herrn Pfarrer Heck haben wir dann, Dr. Heck, haben wir dann die Ehre, heute mit Ihnen gemeinsam an dieser Stelle über das Thema Erleuchtung zu reden. So wie wir das immer machen, für die, die das vielleicht das erste Mal miterleben werden. Wir haben ein Thema, aber drei unterschiedliche Perspektiven und da wünschen wir uns natürlich auch Ihre Fragen, Ihre Beteiligungen zu dem Thema. Wir machen das in der Regel wie soll ich sagen, chronologisch. Und an dieser Stelle können wir wieder chronologisch anfangen. Ja, wir können chronologisch anfangen. Aber wir machen das so, dass jeder von uns so 10 Minuten, Viertelstunde eine kleine Einführung gibt und dann kommen wir vielleicht auch miteinander ins Gespräch. Wenn was ganz Dringendes sozusagen zu fragen ist, kann man das auch während der Vorträge machen. Wir sind ja hier in einem kleinen Kreis und können, denke ich, fast wie in der Familie miteinander sprechen. Also Erleuchtung finden, aber wie? Die erste Frage ist natürlich, was ist Erleuchtung? Und die gute jüdische Antwort darauf ist natürlich eine biblische Antwort. Also es werde Licht und es ward Licht, das kennen alle aus der Schöpfungsgeschichte und alle verbinden damit die Vorstellung, dass das das Sonnenlicht wäre. Das Licht, das wir draußen da auf der Straße am Tag vorfinden. Aber das ist nicht so. Weil Sonne, Mond und Sterne werden erst am vierten Schöpfungstag geschaffen. Also es ist ein abstraktes Licht, das da in die Welt kommt. Und dieses abstrakte Licht wird die Amerikaner oder die Engländer vielleicht mit Enlightenment übersetzen. Also mit, ja, Enlightenment ist im Englischen vielleicht auch Aufklärung, aber mit Erleuchtung. Mit Erleuchtung in diesem abstrakten Sinn. Es geht also um diese abstrakte Erleuchtung. Es geht uns ja nicht darum, Erleuchtung finden, wie, also ja, da muss ich bis zum Morgen warten, bis die Sonne aufgeht und dann ist gut. So ist es doch wohl nicht gemeint. Und dann kommt das sehr schnell dazu, weil wir ohnehin schon in dem Schöpfungsbericht sind, dass es um Kreatora, also um das Vorlesen der Schrift geht. Und das Vorlesen und das Lesen der Schrift, das ist immer so gemeint, dass es ein lautes Lesen ist, ein lautes Vorlesen. Also man liest die Schrift nicht, indem man das Buch aufschlägt und reinguckt und es so liest wie vielleicht die Tageszeitung, sondern Schrift lesen heißt eigentlich immer laut vorlesen. Und das kennt man vielleicht auch so ein bisschen aus dem Umgangssprachlichen, wenn es dann heißt, es geht hier zu wie in der Judenschule. Das hat sozusagen den Hintergrund, dass insbesondere in einer jüdisch-theologischen Einrichtung, in einer Schule, wo man Tora, also fünf Bücher Moses oder Bibel oder Talmud liest und lernt, dass da immer zwei zusammengehören, nämlich einer, der vorliest und einer, der hört. Und wenn dann eine Klasse von, sagen wir selbst, wie wir jetzt hier sitzen, wenn sie immer Gruppen bilden würden, einer liest vor und der andere spricht, und man sitzt selbst zusammen in einem Raum, da kommt ganz schnell sozusagen was zustande, was relativ laut ist. Aber die Erleuchtung kommt eben dadurch, dass man einem anderen zuhört und umgekehrt, dass ein anderer eben auch vorliest. Das ist, sagen wir mal, der Punkt. Und ich will das mal an einem Beispiel aus der gleichen Geschichte sozusagen ein Stück vertiefen. Und Gott sprach, wir wollen Menschen machen. In unserem Ebenbild, in unserer Ähnlichkeit. Das könnte man, der Pfarrer wird wahrscheinlich das kennen, das könnte man gut trinitarisch verstehen. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist sitzen da und sagen, wir wollen das jetzt mal so machen. Aber das ist natürlich nicht der jüdische Blick darauf. Also die haben jetzt hier das große Problem, wer sind diese wir? Und da gibt es jetzt unterschiedliche Midrashim, also alte Predigten, Jahrtausende alte Predigten
Interpretationen, wenn man so will, die dann sagen, ja, also so wie Gott, wie die Könige mit ihren Ministern beraten, so berät Gott mit den Himmelsmächten, also mit den Engeln, und sagt, da wollen wir nicht einen Menschen machen. Und dann gibt es also ganz witzige Midrashim, die sagen dann, also die erste Gruppe der Engel sagt, nee, wollen wir nicht. Und daraufhin vernichtet er die, schafft eine zweite Gruppe von Engeln, die sagen auch, nee, wollen wir nicht. Dann schafft er eine dritte Gruppe von Engeln und fragt die und dann sagen die, mach, was du willst, du wirst uns sonst nur umbringen, wenn wir was Falsches sagen, mach das. Also man sieht sozusagen, es gibt dann ganz unterschiedliche Interpretationen und dann gibt es zum Beispiel auch die Interpretation, also Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Und das könnte man ja zunächst einmal so verstehen, dass er zwei Personen geschaffen hat, Mann und Frau. Aber man könnte das auch so verstehen, den Text, den hebräischen Mann und Frau zusammen, sozusagen. Also als hätte er auch in dem Augenblick nicht nur Mann und Frau, sondern auch das dritte Geschlecht geschaffen. Das ist jetzt eine neuere Erleuchtung. Aber letztlich muss man dann einfach mal sagen, das ist das, was im Judentum als Erleuchtung gilt. Man liest den Text, man liest ihn jedes Mal neu, man guckt zurück, was haben die Alten dazu gesagt, also die Klassiker, die Midrashim, auch die mittelalterlichen Interpreten, auch vielleicht auch die aus dem 19. und 20. und wenn es welche gibt, dann aus dem 21. Jahrhundert. Man guckt da drauf, man sieht die verschiedenen Aspekte. Und diese verschiedenen Aspekte sozusagen ergeben dann immer wieder ein neues Bild, eine neue Erleuchtung. Und darum geht es. Also Gott hat den Menschen geschaffen und hat ihn sozusagen in seinem Ebenbild erschaffen. Und indem man ihn in seinem Ebenbild erschaffen hat, so sagen die Interpretationen, hat er ihm sozusagen einen Funken Göttlichkeit eingegeben. Ein Funken Göttlichkeit, das ist Kreativität, das ist das, was sozusagen nicht 1 plus 1 ist 2, was sozusagen voraussehbar ist, so ist das, was im menschlichen Wesen zum Guten und manchmal auch zum Schlechten das Nicht-Voraussehbare ist. Und darum geht es eigentlich. Also es geht immer darum, wenn man sein Gegenüber schon ganz genau kennt und weiß, was der antwortet. Das ist kein Tora-Lernen. Bemüht sich eigentlich dann immer darum, immer wieder mal neue Partner zu finden, mit denen man gemeinsam lernt, weil man doch was Neues lernen will von dem. Also die Reaktion soll sozusagen neu sein. Und so ist das also, sagen wir mal, dass es dann auch die Vorstellung gibt, sitzen zwei Menschen beieinander, lernen, dann partizipiert jeder auch an dem gottgefüllten Raum, den der andere hat. Also jeder Mensch füllt beim Lernen, gerade von biblischen Texten, auch von heiligen Texten, einen bestimmten Raum, sagen wir 2 Kubikmeter, der andere auch 2 Kubikmeter. Wenn ich jetzt aber an der Hälfte des anderen partizipiere, habe ich schon 3. Ich und der auch. Wenn 3 im Raum sind, geht das so immer weiter. Und das hat wahrscheinlich von Ihnen jeder auch mal erlebt, wenn man zum Beispiel, also aus der christlichen Erfahrung jetzt gesprochen, am Heiligabend in die Kirche kommt, die ist brechend voll. Das ist sozusagen, das ist nicht nur voll, das ist eine ganz besondere Atmosphäre, die einem da entgegenkommt. Und so ist das nebenbei merkt auch in solchen Schulen, wenn man in solche Schulen kommt und die lernen miteinander, das ist schon was besonders Erhebendes. Also, wenn man einem anderen Menschen beim Lernen und beim Sprechen, beim Interagieren in die Augen schaut, dann hat man für eine Sekunde vielleicht diesen göttlichen Funken, der einem anspricht. Dann spielt es auch keine so große Rolle. Ist das ein Christ, ist das ein Moslem, ist das ein Säkularer, ist es jemand einer anderen Religion? Das ist das, was dann passiert. Das ist die Erleuchtung. Und wie finden wir sie? Wir finden sie in der Begegnung, im Du, würde Buber vielleicht sagen,
Also in dem Miteinander, indem man miteinander spricht, miteinander respektvoll umgeht, miteinander die Dinge entwickelt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Erleuchtung finden, aber wie? Ich gehe als der ran, der ich bin, und das ist einmal natürlich als christlicher Theologe, aber auch als Religionswissenschaftler und Religionssoziologe gucke ich immer auch ein bisschen mit von außen drauf. Und Erleuchtung, da steckt ja das Wort Leuchten, Leuchte drin. Also insofern hat mich die Frage interessiert, woher kommt eigentlich sozusagen dieses Bild, dass Leuchten, Licht so eine Bedeutung hat? Erleuchtung als eine besondere Form religiöser Erfahrung, wenn Religion überhaupt verstanden werden kann als die Ansammlung oder das Ensemble von Gefühlen, Handlungen, Erfahrungen einzelner Menschen, die von sich selbst glauben, in irgendeiner besonderen Beziehung zum Göttlichen zu stehen. Erleuchtung also als ein blitzartig erhellendes Aufleuchten bisher verborgener Wahrheit. Also es leuchtet was auf und damit etwas, was vorher verborgen war. Sonst macht ja ein Aufleuchten auch wenig Sinn. Das hat viel mit der Anthropologie, also viel mit dem Bild des Menschen zu tun. Wir warten, da kommt nämlich noch jemand. Herzlich willkommen, guten Tag. Also Erleuchtung hat etwas mit einem entsprechenden Menschenbild zu tun, was davon ausgeht, dass der Mensch über sein Dasein im Licht der Welt Rechenschaft ablegen kann. Also der Mensch ist ein Nachdenkliches, also er denkt hinterher. Er kann etwas über sich selbst, über sein Dasein in einem neuen Licht, im Licht der Welt erkennen. Ja, also Erleuchtung macht ja nur Sinn, wenn es die Resonanz gibt, dass etwas mir auf- oder einleuchten kann, dass etwas Auskunft gibt, dass mir etwas ein Wissen gibt, das ich vorher nicht wusste. Der Mensch hat also die Befähigung, dass ihm etwas auf- oder einleuchten kann, weil er ein nachdenkliches Wesen ist. Er denkt nicht in dem Moment, sondern er kann etwas hinterherdenken, nachdenken. Und das führte dazu, dass selbst der Weltgrund, das, was wir vielleicht als Gott oder göttlich bezeichnen, selbst nicht selten schon als Sonne vorgestellt wurde. Der Weltgrund, das göttliche Gott als Sonne, die mit ihren Strahlen die Welt hervorbringt. Wir haben gerade eben aus dem Schöpfungsbericht gehört und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht und Gott sah, dass das Licht gut war. Es ist auch qualifiziert als etwas für den Menschen Gutes. Und Rabbiner Nachama hat ja auch gerade darauf hingewiesen, dass es nicht um das Lux im Sinne von des physikalischen Lichts geht, sondern tatsächlich um die Voraussetzung, dass etwas aufleuchten, einleuchten kann für den Menschen, der ja ein nachdenkliches Wesen ist. In der jüdisch-christlichen Tradition wurde die menschliche Grundbewegtheit, also die Vorstellung, dass der Mensch zur Welt kommt, im Begriff oder mit dem Begriff der Geschöpflichkeit erfasst. Gott schuf den Menschen. Wir sind geschaffen. Das ist passiv. Wir schaffen uns nicht selbst. Wir sind geschaffen. Und die urpassive Vorstellung ist eben die, dass wir in die Welt hineingestellt sind. Unser Sein ist eines, das wir nicht selbst herstellen, sondern wir sind in die Welt hineingestellt. In der nachchristlichen Neuzeit verschob sich der Akzent von diesem Geschaffensein des Menschen auf die eigene Schöpferkraft. Die Welt stellt der Mensch der Neuzeit aus eigener Vollmacht her. Er ist nicht mehr hineingestellt, durch Gott hineingestellt oder durch sein Geschaffensein, sondern er schafft sich selbst. Er schafft die Welt selbst. Der Homo Faber. Dieses Machen und Tun hat ja auch bis ins Religiöse hinein, in die Spiritualität auch Platz geschaffen,
Das heißt, der Mensch als sein eigener Lebensmeister, der nun selbst sich und sein Leben orientiert und schafft. Wir haben also zwei Anthropologien, die christliche Deutung oder die jüdisch-christliche Deutung des Menschen als Kreatur Gottes, als geschaffen, als mit dem göttlichen Ebenbild ausgestattet, und die neuzeitliche Auffassung des Menschen als der Weltingenieur, der Selbsterzeuger. Aber in beiden Fällen, der Mensch schöpft seine Gewissheit, also die Gewissheit, sich an einem Ort wiederzufinden, sich an diesem Lebensort orientieren zu können, aus der Erfahrung einer stabilen Sichtbarkeit. Menschen fühlen sich orientiert, wenn sie sehen können, wo sie stehen, wie sie dastehen im Leben. Also das Licht ist sowohl in der jüdisch-christlichen Tradition, also in der in der religiösen Deutung als auch in der nachreligiösen Deutung nach wie vor die Voraussetzung dafür, dass wir etwas erkennen können, dass wir uns selbst erkennen können. Bei Plato, um mal ganz, also sozusagen einen nicht-christlichen anzuführen, in seinem berühmten Sonnengleichnis, kennt er drei Dinge. Er kennt einmal neben dem Auge das sichtbare Ding, also wenn ich nicht sehen würde, dass da ein Tisch, also da ist ein Tisch und mein Auge sieht, dass da ein Tisch ist. Aber das Auge sieht nicht, dass da ein Tisch ist, wenn nicht Licht an ist. Ja, also wenn nicht etwas sozusagen darauf leuchtet, was es mir ermöglicht, erkennen zu können, dass das ein Tisch ist. Das kann ich natürlich jetzt noch viel weiter spinnen, aber die Voraussetzung, dass Licht da ist, damit das Auge etwas sehen, erkennen kann, ja, ist sozusagen eines der Erkenntnisprinzipien, die sich auch im Religiösen fortsetzen. Die Absolutsetzung, also was man in den monotheistischen Religionen, glaube ich, sagen kann, ist, dass dieses Licht absolut gesetzt wird. Wie zum Beispiel, ich greife jetzt die Offenbarung des Johannes, also das letzte Buch der christlichen Bibel, auf. Die Stadt, so heißt es bei Johannes, die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die ihr leuchten, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Es wird keine Nacht mehr geben und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne, denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten. Ja? Das heißt sozusagen, die Erkenntnis, dass das ein Tisch ist, was Licht braucht, ist das eine. Aber die Erkenntnis, dass ich... zu wissen, was gut ist, zu wissen, was Frieden bringt, zu wissen, was der Sinn meines Lebens ist, braucht ebenso eine Erleuchtung, also dass da ein Licht drauf geworfen wird, was es mir ermöglicht zu erkennen, wer ich bin, was ich von Gott her bin. Der arabische Philosoph, der ist mir noch gekommen, ich hoffe nicht, dass ich jetzt sozusagen ihn was vorwegnehme, aber mir war das so einleuchtend, weil ich die Parallelität so schön fand. Der arabische Philosoph Abu Hamid Muhammad al-Ghazali aus dem 11. Jahrhundert schreibt in einem Traktat über die Nische der Lichter Folgendes. So haben die koranischen Verse für das Auge der Vernunft die gleiche Bedeutung wie das Sonnenlicht für das sichtbare Auge. Ja? Weil dadurch das Sehen vollkommen wird. Deshalb ist es angemessen, dass der Koran wie das Sonnenlicht Licht genannt wird. Das Symbol des Korans ist das Sonnenlicht und das Symbol der Vernunft das Augenlicht. Deshalb können wir den Sinn jenes koranischen Verses begreifen, glaubt an Gott und seinen Gesandten und an das Licht, das wir zu euch hinabgesandt haben. Diese Parallelität finde ich auch in der jüdisch-christlichen Tradition wieder, dass es sozusagen ein Erkennen gibt über das physische Erkennen mit dem Augenlicht, ein naturgesetzliches Erkennen, aber eben eine Erkenntnis ganz eigener Art im geistlich-religiös-spirituellen Sinne. Ja? Immer schon impliziert also das menschliche Sein ein Moment von Licht oder Funke sein, von dem sich fragen lässt, ob es nicht von anderer Herkunft sei als die dingliche Welt. Also wenn ich sage, es braucht mehr als nur sozusagen zu erkennen, dass da ein Tisch steht, um zu wissen, was gut und böse ist, um zu wissen, was Frieden stiftet, um den Sinn meines Lebens in irgendeiner Form
zu begreifen, jenseits meines eigenen Machens und Tuns, dann braucht es etwas in mir, was es mir ermöglicht, ja, dies erkennen zu können. Und in der jüdisch-christlichen Tradition sprechen wir eben davon, dass in uns ein Funke angelegt ist, ein göttlicher Funke. Ich zitiere aus dem 2. Korintherbrief im Neuen Testament: Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, damit die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Was wir hier also in dem 2. Korintherbrief haben, ist genau das, dass es also etwas in uns eingepflanzt wurde. Und zwar schon mit dem Geschaffensein, ein göttlicher Funke in unser Herz, der es ermöglicht, etwas erkennen zu können. Und zwar nicht, dass da ein Tisch steht, sondern dass es Gott gibt, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass wir Kinder Gottes sind und so weiter. Ja? Das ist keine Erkenntnis, die wir sozusagen im Reagenzglas nachvollziehen können, sondern das ist eine geistliche Erkenntnis, die eine Voraussetzung hat, nämlich etwas ist Göttliches, ist in uns eingepflanzt. Das Ganze spitzt sich von außen betrachtet zu, dass wir sozusagen im Neuen Testament insbesondere eine Personalisierung des Lichts haben in der Figur Jesus Christus. Also das Licht bekommt sozusagen ein persönliches Antlitz. So heißt es im Johannesevangelium: In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Da ist also einer, das personifizierte Licht, bringt Licht ins Dunkel, in die Welt, aber die Welt erkennt es nicht. Das heißt, es gibt eine Erkenntnisblockade. Und die Frage ist, woraus resultiert diese Blockade, dieses Licht, Jesus Christus, zu erkennen? Dahinter steckt ein Einfluss einer Sichtweise, auf die ich jetzt gar nicht noch weiter groß eingehen will, die aber natürlich Einfluss hat in diese johannäische Vorstellung. Wir nennen sie die Gnosis. In der Gnosis ging es nämlich genau darum, dass Licht in die Welt gekommen ist, ja, aber dass dieses Licht sich hat nicht entfalten können. Es wird eine richtige Passionsgeschichte des Lichts erzählt. Licht will in die Welt kommen, aber es kann sich nicht entfalten. An vielen Stellen wird dieses Licht sozusagen aufgesaugt. Es kann nicht seine Wirkung entfalten. Also was blockiert, dass die Welt erleuchtet wird, dass der einzelne Mensch erleuchtet wird? Was sind unsere Blockaden? Und jetzt komme ich in einem letzten Punkt sozusagen, was sind die Wege der Erleuchtung? Das bin aber nicht ich, 21 Minuten. Insgesamt. Ich rede schon viel, ich weiß. Aber Wege der Erleuchtung, also für mich ist eben, deswegen war mir der Vorlauf eigentlich so wichtig, weil ich glaube, ich für mich kann nur verstehen, worum es bei Erleuchtung geht, wenn ich überhaupt weiß, was leuchtet, warum soll es leuchten und was ist das Ziel, also von Erkenntnis. Und was blockiert, dass etwas leuchten kann. Und meinem Verständnis nach, meiner Überzeugung nach, geht es im christlichen Glauben, beginnt der christliche Glaube für mich nicht mit der Moral, also was zu tun ist. Und sozusagen, natürlich kann man sich orientieren an Vorgaben. Moral ist dazu da, dass ich sozusagen nicht erleuchtet sein muss, sondern dass ich mich einfach daran halte. Es steht ja geschrieben. Das kann hilfreich sein. Aber ob sozusagen die Erfüllung der Moral gleichzusetzen ist mit einem erleuchteten Leben, darf man auch hinterfragen, denn wir wissen alle, Moral ist etwas, was sich sozusagen aus dem Zwischenmenschlichen entwickelt hat und nicht alles, was als Moral daherkommt, ist vielleicht auch moralisch. Also für mich geht es vielmehr darum, der christliche Glaube, er beginnt für mich weniger mit Moral als vielmehr mit Empfangen. Also es geht nicht um Selbst- und Weltoptimierung, also Wege der Erleuchtung, Wege zu einem erfüllten Leben. Ich bin skeptisch, wenn ich von gelingendem Leben höre, wenn ich von erfülltem Leben höre, weil ich
sozusagen das auch als ambivalent empfinde. Es gibt in dieser Welt nicht das erfüllte Leben, das gelingende Leben, sondern Leben ist immer fragmentarisch. Es steht immer auch sozusagen unter der Drohung, beschädigt zu sein und beschädigt zu werden. Also wenn man verspricht, du kannst ein erfülltes Leben in dieser Welt haben, dann kann das sozusagen zu einem Terror ausarten, der sozusagen mich die ganze Zeit fragen lässt, ja, warum habe ich denn kein erfülltes Leben? Warum gelingt es mir denn nicht? Ich glaube, es geht erstmal nicht so sehr um eine Zielbeschreibung. Da kannst du hinkommen, wenn du dich anstrengst, sondern es geht darum, wie bereite ich mich darauf oder wie stelle ich mich darauf ein, etwas, was mir versprochen wurde, was mir versprochen ist, zu empfangen. Wie öffne ich mich? Ja, wie mache ich mich innerlich frei und bereit, die Botschaft der Heiligen Schrift, das Versprechen Gottes, sozusagen in mein Leben hineinzulassen und da nicht blockiert zu sein. Und es gibt einen schönen Begriff von Peter Sloterdijk, den ich nach wie vor schön finde und auch in einer eigenen Glaubensgesprächsreihe hier an diesem Ort gemacht habe. Er spricht von willkommenen Passivitäten. Also der Weg der Erleuchtung wäre für mich, sich zu öffnen, also empfangsbereit zu sein, indem ich aufhöre, ständig etwas tun zu wollen. Indem ich bereit bin, mich sozusagen mal etwas sein zu lassen, mich lieben zu lassen, mir vergeben zu lassen, mich orientieren zu lassen und nicht selbst in diesem ewigen Selbstoptimierungswahn tun und machen. Ich glaube, dass das zur Erschöpfung führt und ich glaube, dass das nicht der Weg der Erleuchtung ist, sondern nur der Weg der Eigenbeleuchtung. Ja? Und insofern ein Weg der Erleuchtung als ein sozusagen prozesshafter Weg wäre für mich dieses sich immer wieder befragen, wo kann ich mal etwas lassen, wo empfange ich etwas, wo lasse ich etwas zu. Und das ist natürlich eine Einübung, das geht nicht von heute auf morgen und das wird mir einmal gelingen, dann fünfmal nicht und dann vielleicht wieder mal. Es ist ein permanentes sich dafür dazu bereit machen und sich innerlich darauf auch so ein Stück sozusagen auch einstellen. Die Mystik ist genau davon ausgegangen, ja? Sich leer machen, um empfangsbereit zu sein. Und jeder von uns, der in seinen Terminkalender guckt oder in seine Arbeitswelt guckt, weiß, dass sich leer machen das Gegenteil von dem ist, was uns täglich abverlangt wird. Aber Religion, die kürzeste Definition von Religion heißt Unterbrechung. Aufhören, innehalten und nicht machen, machen, machen. Das wäre für mich vielleicht der Beginn des Weges der Erleuchtung. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Also der Weg, genau das ist eigentlich aus meiner Perspektive auch ganz interessant. Denn man darf es nicht als ein Ziel verstehen, an dem man irgendwann ankommt, sondern der Weg selbst ist so wertvoll, dass es ständig geübt und praktiziert werden muss. Also ich habe mir dann eigentlich auch überlegt, welche Richtung möchte ich einschlagen. Ich habe nur wenige Minuten und man hätte so viele, man hätte dann halt irgendwie auch so vieles zu erzählen und der Begriff Erleuchtung. Und im Arabischen sprechen wir von Tanwir, Nur, der Begriff Nur. Wir haben hier Musliminnen, die dann sofort diesen Begriff aufgreifen können. Aber warum sprechen wir nicht von Dhiya, würde ich jetzt an dieser Stelle sagen. Weil man hätte für das Licht Dhiya oder Nur. Dhiya ist eigentlich das Licht, das strahlende Licht. Aber Nur ist eigentlich das reflektierende Licht. Und für die Erleuchtung verwenden wir eigentlich dieses reflektierende Licht. Ich fand es sehr interessant, Said Nursi, ein Islamgelehrter des 20. Jahrhunderts, der dann in Anatolien, ein Kurdischer, gelebt hat, der ein Werk namens Risali Nur, Sie hören es wieder, Nur, verfasst hat. Das ist ein Gesamtwerk von 6000 Seiten und übersetzt könnte man sagen, die Briefe der Licht oder vielleicht sogar, wenn wir schon von Aufklärung
die Aufklärungsbriefe, also die Verbindung zwischen Aufklärung und Erleuchtung an sich, so hat er seine Briefe, seine Abhandlungen genannt, Risale Nur. Da hat er eigentlich auch eine zentrale Stelle, und zwar die Lichtparabel, könnte man sagen, über die Lichtparabel. Ich möchte diese Parabel Ihnen mal kurz vorstellen. Da muss man sagen, zuerst wird der Glaube als ein Licht bezeichnet. Der Glaube als Licht. Vielleicht aus dieser Perspektive versuchen es zu lesen oder zu hören. In einem visionären Erlebnis sah ich Folgendes. Das sagt natürlich Nursi. Ich stand auf einer furchterregenden Brücke zwischen zwei sich gegenüberliegenden hohen Bergen. Unter dieser Brücke befand sich ein tiefer Fluss. Die Welt und somit auch ich war von einer umfassenden und tiefen Dunkelheit durchdrungen. Dunkelheit. Also wir haben ja eigentlich auch über Dunkelheit und Helligkeit, Dunkel und Licht, die Dunkelheit und Licht jetzt gesprochen. Aber ich habe in dem Augenblick, wo ich Ihnen zugehört habe, nachgedacht, was steht eigentlich im Zentrum? Also, weil was kann das andere überwältigen? Also Dunkelheit ist ja eigentlich im Grunde nichts. Nichts ist, also kein Licht ist Dunkelheit. Und ein Funken Licht verändert es, dann kann man nicht mehr von der Dunkelheit sprechen. Also dieses Verhältnis und die Bedeutung des Lichts gegenüber der Dunkelheit, da fand ich das interessant, als ich Ihnen zugehört habe. Ich lese weiter. Als ich nach rechts blickte, sah ich inmitten unendlicher Finsternisse eine riesige Grabstätte. Das heißt, ich stellte sie mir einfach so vor. Blickte ich nach links, so schien es mir, als würde ich den Wellen der Finsternis das Aufkommen von großen Stürmen, unermesslichem Wirrwarr und grausamen Katastrophen sehen. Also nach rechts geblickt, Grabstätte, Leid, Probleme, nach links geschaut und da sieht man eigentlich auch nichts Besseres. Und alles quasi so in einer Halbdunkelheit, sage ich mal, oder jetzt in einer Dunkelheit. Aber wie sieht er das Ganze eigentlich? Das werden wir eigentlich auch noch mal sehen. Sah ich hinunter, war es, als schaute ich in einem sehr tiefen Abgrund. Dieser fürchterlichen Dunkelheit hatte ich nichts entgegenzusetzen, außer einer flimmernden Taschenlampe. Ja. Also er versucht da mit einer Taschenlampe dagegen zu wirken, ein bisschen was zu sehen in all dieser Dunkelheit. Ich habe sie benutzt und versucht, in ihrem flackernden Lichtschein zu sehen. Es bot sich mir ein entsetzliches Bild. Die Brücke war von gewaltigen Drachen, Löwen und Ungeheuern umgeben. Hätte ich bloß nicht diese Taschenlampe, so würde ich dieses Elend gar nicht sehen, sagte ich. Gleich, wohin ich die Taschenlampe richtete, mich überfiel derselbe Schrecken. Und so beklagte ich mich, oh weh, diese Lampe bringt mir nichts als Unheil. Deswegen war ich aufgebracht, schleuderte sie auf den Boden, wo sie zerbrach. Mit der Zerstörung der Taschenlampe schien es so, als hätte ich den Schalter einer gewaltigen elektrischen Lampe, die die ganze Welt erhält, betätigt und plötzlich wurden die Finsternisse verdrängt. Alles füllte sich mit dem Licht dieser großen Lampe und dieses Licht zeigte das wahre Gesicht, die Wahrheit von allem. Folglich erkannte ich, dass das, was ich eigentlich für eine Brücke hielt, eine befestigte Straße in der Ebene ist. Ich bemerkte, dass die große Grabstätte zu meiner Rechten im Grunde prachtvolle grüne Gärten sind, in denen unter der Leitung von erleuchteten Menschen unterschiedliche Sitzungen abgehalten werden, Zusammenkünfte, in denen Gottesdienste verrichtet, Dienste geleistet, Gesprächsrunden geführt und Gottesgedenken vollzogen werden. Die Abgründe und Berggipfel zu meiner Linken, die ich als von Wellen, Stürmen, Gefahren und Lärm umgeben empfunden hatte, nahm ich nun intuitiv
als prunkvolle und liebenswerte Berge war, hinter denen es, so schien es mir, ein großes Bankett der Festlichkeit, eine wunderschöne Promenade und einen erhabenen Ort der Vergnügung gibt. Die Kreaturen, die ich für grausame Monster und Drachen hielt, entpuppten sich als warmherzige Zuchttiere wie Kamele, Rinder, Schafe und Ziegen. Nach den Worten, gedankt und gelobt sei Gott für das Licht des Glaubens, trug ich den folgenden Koranvers vor und erwachte aus jenem visionären Erlebnis. Gott ist der Schutzfreund derjenigen, die glauben. Er befreit sie aus den Finsternissen der Verleugnung und führt sie in das Licht des Glaubens. Ja, auf der rechten Seite, ja, das sind ja in der Tat vielleicht das, was wir auch sehen, die Friedhöfe, Grabstätte, aber diese Sicht, die Sichtweise, unsere Perspektive lässt uns nicht zu, etwas Positives daraus zu erkennen. Es führt dazu, dass wir dann Angst bekommen, irgendwie Furcht haben oder uns selbst da blockieren, weiter nachzudenken, diese kleine Taschenlampe. Denn ja, es gibt Grabstätte, aber später, indem es noch heller wird, erkennt er, dass diese eigentlich ja Menschen aus unterschiedlichen Jahrhunderten sind, die zusammengekommen sind und irgendwie Gottesbewusst gelebt haben und gewirkt haben. Und auf der linken Seite, also rechts wäre dann die Vergangenheit und links wäre dann die Zukunft, wo er diese Berge und all diese Probleme erkennt, aber da erkennt er später ein Paradies, schönen Garten und irgendwie eine Perspektive, dass das Leben nicht zu Ende geht, dass es weiterläuft. Und all diese Monster verlaufen ja und das sind irgendwie auch ganz liebliche Tiere. Letzten Endes, also dieses Licht hilft uns quasi, das, was jeder sieht, ganz anders zu sehen und neu zu entdecken. Also zu hinterfragen und dadurch einfach zuerst mal stillzustehen, mal eine Pause zu legen, weil die Routine, die lässt alles gleich aussehen. Aber in dem Augenblick, wo wir dann sagen, Moment mal, stopp, ich suche diese Lehre, diesen Lehrgang, dann kann ich nochmal alles, das, was man zu sehen meint, nochmal hinterfragen. Das, was man zu hören meint, kann man nochmals hinterfragen und so quasi die Gelegenheit finden, zur Erleuchtung zu finden. Also in dem Sinne, wir finden natürlich im Koran unterschiedliche Stellen. An einer Stelle finden Sie, das ist dann die Sure An-Nur, also 24, 35. Da heißt zum Beispiel, Gott ist das Licht der Himmel und der Erde. Oder der Vers, den ich hier vorhin vorgetragen habe, auch da, da steht zum Beispiel, Gott ist der Schutzfreund derjenigen, die glauben, er befreit sie aus den Finsternissen und führt sie in das Licht des Glaubens. Und das ist zum Beispiel in unterschiedlichen Versen noch weiterhin zu vertiefen und zu erkennen, dass Nur eine sehr, sehr zentrale Rolle spielt und eigentlich bei allem, was wir sehen, sich widerspiegelt. Wir müssen einfach nur danach suchen. Also das ist das ganz Interessante, weil wenn man von der Sonne spricht, den Strahlen, das sind da die strahlende, das strahlende Licht, dann spricht man von Diya. Und reflektierende Licht, was wir vom Mond eigentlich kennen. Und das ist ein schönes Symbol zu erkennen, dass jeder Mensch und jedes Geschöpf, alles, was wir im Universum eigentlich sehen und erleben, eigentlich dieses Licht reflektieren. Man muss nur einfach danach verlangen und es suchen. Herzlichen Dank. Ja. Floor is open for you. Bitte sehr. Ich bin Gerhard Mehlen.
und wo ich das Thema gehört habe, da habe ich überlegt, wie würdest du es abhandeln? Und ich bin begeistert, dass ich mich bei allen dreien wiedergefunden habe, dass es eben eine abstrakte Kategorie ist, die aber ganz konkrete Bezüge hat. Und dass es eine abstrakte Kategorie ist, die eben nicht auf das Augenlicht allein begrenzt ist, sondern auf die Gesamtheit aller Wahrnehmungen durch Auge, Gehör, durch die Seele. Und zweite Ebene, dass diese Erleuchtung uns zur rechten Wahrnehmung führt. Denn wie oft machen wir Augen auf und sehen nichts? Wie oft haben wir unsere Ohren gewaschen und hören nichts? Das ist dann der Schritt, wo dann Interaktion einsetzt mit uns selber, aber auch mit anderen, um zur rechten Erkenntnis zu kommen. Und dann die dritte Ebene, der rechte Weg, um dann den rechten Weg gehen zu können. Und hier bin ich mal ein bisschen kontra Dr. Heck. Für mich ist Erfüllung nicht per se problematisch. Es ist alles problematisch, wenn es übertrieben wird. Aber wenn ich Erfüllung definiere, so definiere ich es, wenn ich einfach Zuversicht habe oder wenn ich vor dem Einschlafen das Gebet sage, lieber Gott, danke für den schönen Tag, dann verbinde ich das nicht mit Selbstoptimierung, sondern einfach, dass ich diesen schönen Tag mit Gottes Hilfe erleben durfte. So definiere ich Erfüllung. War keine Kritik, war einfach nur eine andere Sichtweise. Also, meine drei Herren, vielen Dank für Ihre tollen Impulse. Ich war ein bisschen lange, entschuldigt. Wollen Sie darauf reagieren, oder? Ja, vielen Dank. Ich bin auch begeistert von dem, was ich gehört habe. Also vielen Dank dafür. Also mir kommen so ein paar Fragen und ja, die würde ich ganz gerne mal anbringen. Zunächst mal an das Judentum gestellt. Also Sie haben gesagt, Erleuchtung gibt es im Miteinander. Und dann habe ich mich gefragt, gibt es im Judentum eigentlich auch sowas wie Einsiedler, die sich irgendwie zurückziehen ins Kloster oder in die Wüste ziehen und oder gezogen sind, um dort eben alleine Erleuchtung zu bekommen oder den göttlichen Funken zu erleben. So, das ist das eine, was ich fragen wollte. Und an das Christentum gestellt, ich sehe da irgendwie so eine Gratwanderung, die da zu vollziehen ist. Einerseits sollen wir, um Erleuchtung zu bekommen, ausreichend leer sein, um halt eben empfangen zu können. Auf der anderen Seite aber auch geht es auch darum, nachzudenken, also etwas hinterher zu gehen, und damit füllen wir uns ja in gewisser Weise auch wieder. Und da finde ich, vielleicht sehe ich das zu psychologisch, aber ich glaube, da ist wahrscheinlich eine gewisse Gratwanderung zu vollziehen. Genau, das sind meine Fragen. Vielleicht können Sie darauf in gewisser Weise was antworten. Ja, ich kann darauf leicht antworten. Also in der Bibel, also sprich in der Hebräischen Bibel, also was Sie Altes Testament nennen würden, gibt es schon gelegentlich Einsiedler. Die Rabbiner aber haben eigentlich das Einsiedlertum verworfen. Und deshalb ist es auch so, also Gottesdienst kann man erst halten, wenn 10 Juden beieinander sind. Also es geht eigentlich immer um das Gemeinsame. Aber man muss dazu sagen, das ist jetzt nicht biblisches Judentum, sondern es ist dann eben rabbinisches Judentum. Es hat es gegeben und natürlich hat es auch immer wieder mal jüdische Einsiedler in der Geschichte gegeben, die dann irgendwann wieder aus ihrem Einsiedlertum herausgekommen sind und dann erstaunliche Werke oder was auch immer präsentiert haben. Aber es ist nicht wirklich akzeptiert.
Wir können das quantitativ unterbieten. Nicht 10, sondern wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen. Das ist jetzt nur so, genau. Also was ich interessant finde an Ihrer Frage, weil sie nochmal auf den richtigen Nerv trifft, nämlich, das greift auch auf, was Sie gesagt haben, Leere und Fülle. Ja, das sind ja keine zwei Zustände, die sich sozusagen abwechseln, sondern es ist ja, wie soll ich sagen, also sich im Leben leer zu fühlen, sich im Leben erfüllt zu fühlen, was anderes ist für mich sozusagen, deswegen war ich skeptisch. Also eine Zustandsbeschreibung, jetzt bin ich erfüllt. Oder das, besser gesagt, nein, meine Skepsis ist bezogen auf dieses Idealisieren. Das ist ein erfülltes Leben. Ja? Das ist ein vollkommenes Leben. Da habe ich einfach immer, also da habe ich so ein reflexhaftes, also aus meiner seelsorgerlichen Erfahrung weiß ich, wie Menschen daran zerbrechen, an der Vorstellung, war ich glaube und warum fühle ich mich nicht vollkommen? Oder warum empfinde ich mein Leben als nicht erfüllt? Und das kann sozusagen wirklich auch zu so einem Selbstterror führen, der dann noch tiefer in so eine Spirale gerät. Was ich meine mit, also ich habe mich auf diesen Begriff Wege der Erleuchtung insofern eingelassen, als ich eben den Wegcharakter richtig finde, dass es sozusagen ein immer wieder innerhalb, und ich glaube, deswegen würde ich auch die steile These behaupten, auch aus einer religionswissenschaftlichen Perspektive, dass die kürzeste Definition von Religion Unterbrechung ist, das heißt Transzendenzbezüge herzustellen, Bezug zu Gott oder zum Göttlichen herzustellen, funktioniert nicht aus dem Alltagstrott heraus. Ich mache das jetzt mal ein bisschen so stark, sondern geht nur dadurch, kommt dadurch zustande, dass ich gerade diesen Alltag unterbreche, dass ich mich selbst unterbreche. Ja? Das heißt, also für mich ist die Voraussetzung, diesen Weg zu beschreiten, der, dass ich tatsächlich erstmal mich unterbreche und damit öffne. Dieses Leerwerden in diesem mystischen Sinne geht natürlich sehr weit, auch in die Richtung, die Sie genannt haben mit Ihrer Frage, dass es Menschen gibt, die ihr ganzes Leben darauf angelegt haben, komplett leer zu werden. Deswegen Eremitendasein führen, sich zurückziehen, weltflüchtig, wie auch immer. Ja? Ich glaube, also sozusagen in einem anderen Maß, ich will es jetzt gar nicht werden, in einem anderen Maß gesprochen, würde ich sagen, beim Leerwerden geht es genau auch darum, ja, Kerze anzünden, innehalten, den Terminkalender mal Terminkalender sein. Und dann kann etwas passieren, Sie haben das sehr schön gesagt, hellsichtig werden, hellhörig werden. Da steckt ja hell und genau diese sinnliche Wahrnehmung drin. Dann kann ich ja, wenn das Rauschen des Alltags nachlässt, dann kann etwas beginnen. Und mir ist wichtig zu sagen, es gibt nicht die eine Form, an der man ablesen kann, und jetzt bist du erleuchtet. Es ist eine sehr subjektive Kategorie, die natürlich auch anfällig ist dafür, dass es sozusagen Subjektivierungen gibt, wo man, also die vielleicht auch manchmal vielleicht dem widersprechen, was eigentlich sozusagen in Heiligen Schrift mal gedacht war, aber das widerspricht dem nicht, dass es nur eben über diese subjektive Wahrnehmung läuft. Das persönliche Ergriffensein, das persönliche Angesprochensein. Aber es setzt voraus, dass ich tatsächlich, also das ist meine Überzeugung, dass das sozusagen mit einer Unterbrechung einhergeht, als Voraussetzung. Fülle und Leere. Ich möchte mich erstmal, mein Name ist Petra Denzler, ich, hört man das? Ich höre mich selber so gar nicht. Also ich möchte mich bedanken für die Idee, für das Konzept erstmal, über das ich oder von dem ich jetzt seit kurzem gehört habe, und zwar am Sonntag zu einem Gottesdienst, den ich im Radio gehört habe und den ich hochinteressant fand. Ich gehöre keiner Glaubensrichtung an, aber ich glaube, ich bezeichne mich als einen sehr gläubigen Menschen. Ich habe unglaubliche Demut und Bewunderung vor der Schöpfung, vor diesem Schöpfungsgedanken, Schöpfungsakt. Und bin eigentlich sehr offen für alles und habe deshalb, ich glaube, ich habe in letzter Zeit auch ein paar Erleuchtungen erlebt, so für mich selbst. Das war eine zum Beispiel, dieser Gottesdienst. Da möchte ich mich sehr herzlich bedanken, der war großartig. Das ist das, was aus meiner Sicht uns fehlt zurzeit. Und um Menschen zu helfen, um viele, die wirklich im Moment ja einfach nicht mehr wissen, wie können sie, und die dann eben irgendwo einen Glauben brauchen, der ihnen hilft. Ich habe eine zweite Erleuchtung gehabt, das war am Sonntag im
in der Philharmonie. Da wurde die dritte Symphonie von Bernstein gespielt. Und wir wussten da nicht, was es ist, aber wir kriegten dann ein Heft. Und in dem Heft wurde ein Kaddisch verlesen und es gab drei Teile. Der erste Teil ist die Wut auf Gott. Gott, was hast du geschaffen? Was passiert in der Welt? Was tun die Menschen sich an? Was ist hier los und warum? Also diese Verärgerung, die ja auch viele heute anspricht. Der zweite Teil war ein Traum, eine Vision, die er hatte, wo er sagt, du bist jetzt mal Mensch, Gott. Du bist Mensch und wirst mal das erleben, was du selbst geschaffen hast. Und die Musik zeigte das, ein Sprecher hat praktisch den Kaddisch verlesen, eine Sängerin hat auf Hebräisch dann dazu gesungen, ein ganz starker Chor. Und im dritten Teil kam dann diese Erleuchtung, diese Erkenntnis, wir als Menschen müssen diesen Funken in uns spüren, erkennen und selbst handeln. Und das fand ich so großartig. Also, und dann habe ich mich entschlossen, heute hierher zu kommen, weil ich finde das wirklich ganz genial. Vielen Dank. In der Pädagogik hat man zu lange eigentlich eine Störung als was Negatives wahrgenommen. Zum Beispiel, wenn ein Schüler im Klassenraum den Unterricht gestört hat, dann war das was Negatives. Aber die moderne Pädagogik erkennt eigentlich darin etwas ganz anderes. Und zwar, jede Störung macht uns hellhörig. Also Lernen ist da, wo wir eigentlich den Alltag ganz normal haben, da ist das Lernen monoton. Ein monotones Lernen ist eigentlich kein Lernen. Das geht in den Kopf und geht wieder raus. Aber in dem Augenblick, wo dieser Alltag, die Normalität gestört wird, dann werden sie hellhörig. Und ich glaube, zum Beispiel, diese Andacht ist so ein Moment, etwas, was sie gar nicht erwarten. In dem Augenblick, wo sie dann dieser Alltag gestört wird, werden sie hellhörig und dies ermöglicht auch irgendwie Momente, wo sie sich für eine Erleuchtung auch öffnen. Auch von mir großes Dankeschön, das leuchtet mir tatsächlich sehr ein, was Sie da erzählt haben. Und zwar war es bei mir genauso wie bei Ihnen, als Sie alle drei erzählt haben, dann war bei mir irgendwie im Kopf, da waren Begriffe und jedes Mal hat eine Verknüpfung stattgefunden, sei es jetzt im Jüdischen, das haben Sie auch erzählt, dieses göttliche Funken, das kennen wir ja auch im Islam. Man sagt, oder bei Nursi sehen wir das auch sehr oft, er sagt, jedes Geschöpf, also Menschen, Tiere, Natur, alles im Universum, trägt die Einheitsreflexion Gottes. Also ein Stempel Gottes und wir haben quasi auch Gott hat ja viele Namen und einer seiner Namen reflektiert jede Person besonders. Und das finde ich auch, diesen Gedanken finde ich auch sehr, sehr toll. Sie haben ja auch erzählt, Menschen haben Blockaden, um die Erleuchtung zu finden. Und ich finde, da haben wir auch bei der Geschichte ganz gut gesehen, diese Blockaden sind meistens auch wieder in unseren eigenen Köpfen. Und dann dachte ich auch an diesen Kontrast, Dunkelheit, helles Licht. Wenn ich nur helles Licht hätte, Erleuchtung, die so hell ist, dann würde ich wieder nichts sehen können, weil das menschliche Verstand auch da nochmal begrenzt ist. Und da dachte ich mir, es ist tatsächlich sehr toll, dass wir als Menschen immer diese Höhen und Tiefen haben. Also ich brauche auch die Dunkelheit, damit ich meine Erleuchtung auch finden kann, sehen kann oder dankbar dafür sein kann. Und das finde ich dann wieder so ein Grund, dankbar sein zu können. Und hier sehe ich nochmal die Lehre, was Herr Nahamer ganz am Anfang angesprochen hat, zusammen ins Gespräch zu kommen, sorgt dafür, erleuchtet zu werden. Und das finde ich ganz toll. Eins will ich noch sagen, und zwar, ich hatte mich mal damit beschäftigt, wie es mit Menschen mit Behinderung im Koran ausschaut. Und da habe ich nichts gefunden. Ich habe aber Verse gefunden, da standen, es gibt Menschen, die nicht sehen, es gibt Menschen, die nicht hören, aber das sind keine organischen Behinderungen, sondern die Erleuchtung eben, das Seelische, was Sie alle drei gesagt haben. Also da sehen wir, dass es sehr spirituell ist, eine Ebene, die nicht von außen erkennbar ist.
Okay, es gibt manche Menschen, das hatte ich auch im Studium, ein Junge, der saß immer im Unterricht und wenn der Dozent was erzählt hat, hat er manchmal solch so ein Gesicht gemacht, da dachte ich mir, er bekommt momentan bestimmte Erleuchtung, weil das anders kann ich mir nicht erzählen. Der hatte so ein Gesicht gemacht, so. Und irgendwas hat er immer aufgeschrieben. Da war ich immer so verwundert, was möchte der denn hinschreiben? Warum habe ich die Erleuchtung in diesem Moment nicht mitbekommen? Und aber ja, ich glaube, jeder Mensch hat da so die eigene Erleuchtung. Und herzlichen Dank für dieses Thema auch. Ja, danke schön. Ich würde auch eine Frage stellen wollen. Ich habe jetzt im Gespräch oder beim Zuhören auch noch mal an etwas Jüdisches denken müssen. Und zwar, ich kann so vage erinnern, mich daran erinnern, dass wenn alle der gleichen Meinung sind nach jüdischer Tradition, sollte oder muss der Letzte quasi dem widersprechen. Und ich glaube, dadurch versucht man eigentlich auch diesem Alltag oder dieser, dass man irgendwie eine Gelegenheit versucht aufzubauen, zu hinterfragen und die Erleuchtung vielleicht, also der Weg zur Erleuchtung dadurch vielleicht provoziert wird. Kann man das so vielleicht verstehen? Ja, also sagen wir es, den Rabbinern war es immer suspekt, wenn alle einer Meinung waren. Also das sollte eigentlich nicht sein. Und sozusagen der Widerspruch, ich will jetzt nicht sagen, der ist eingebaut, aber der sollte schon sein. Und das ist, sagen wir mal, eine relativ schwierige Situation, wenn man zusammensitzt und lernt und man kommt vielleicht tatsächlich zu einem Konsens, da muss dann irgendeiner das auf sich nehmen und versuchen, da nochmal was gegen zu sagen. Und das finde ich eigentlich auch richtig. Und ehrlich gesagt, wir leben in Zeiten, da würde ich mir wünschen, dass es mehr Leute gäbe, die mal an der einen oder anderen Stelle Widerspruch anmelden. Und der Widerspruch auch nicht sofort sozusagen negativ gesehen wird, sondern dass man einfach sagt, der Widerspruch hilft uns auch selber, entweder zu sagen, nee, wir sehen das dann doch anders, aber derjenige, der ihn äußert, wird nicht diskreditiert, sondern im Gegenteil. Er wird als jemand angesehen, der eigentlich ein Gebot erfüllt, nämlich sozusagen zu hinterfragen, ob das alles stimmt. Ja, das ist so. Ich habe das als Kind, das war so meine Art, um Wissen zu erlangen und die Informationen zu bekommen, wo ich nicht einverstanden war, was ich nicht verstanden habe, da habe ich widersprochen oder habe Fragen gestellt, die teilweise sehr kritisch waren. Ich muss dazu sagen, ich bin im Osten sozialisiert und ich habe eben viele Sachen nicht beantwortet bekommen und habe dadurch mit bestimmten Fragen versucht, gerade mein Vater, der musste da oft herhalten und wir haben dann in der Familie viel und heiß diskutiert. Aber eine andere Sache, wo ich heute Erleuchtung erlebe bei Kindern, das kam auch hier als Thema, ich bin ehrenamtlich als Mediator an einer Schule tätig, Schulmediator, und wir schlichten Streit. Und wir haben da eine wirklich eine Methode, wir haben eine Ausbildung gehabt und wir haben viele, viele Streitgespräche mit Kindern geführt, wo wir diese Erkenntnis plötzlich haben, dass die da rausgehen und sich wieder verstehen und glücklich sind. Wo sie plötzlich gelernt haben, dass man einfach zuhören und gegenseitig geben und nehmen. Also die Möglichkeit, ich biete dir etwas an, ich wünsche mir von dir und die Frage ist jetzt dann recht, seid ihr zufrieden damit? Diese Sachen, die fehlen in unserer Gesellschaft, dem anderen zuzuhören und kann man bei Kindern so gut eigentlich antrainieren oder ihnen das Bewusstsein bringen, dass das möglich ist. Leider wird das in der Schule, in der Grundschule eben nicht gelehrt. Das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Ich mache das seit 10 Jahren und ich weiß, was zu 99% es funktioniert. Ja. Das ist toll. Das ist wirklich, ich finde, das ist ganz und gar wichtig, dass man den anderen auch in dem Sinne respektiert, dass man auch die andere, mir total widersprechende Meinung zulässt und betrachtet und auch als wertvoll ansieht. Man merkt dann, dass die erkennen, dass wirklich, ach, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Das ist dieser Punkt. Ach, das habe ich so noch nicht gesehen. Das ist interessant und das wirklich, die Kinder sind so hochintelligent und die verstehen das und sind dabei, das ist so interessant. Ich denke, also ich würde das gerne nochmal aufgreifen. Also ich bin die ganze Zeit am Überlegen,
wie ich das für mich nochmal irgendwie ein bisschen differenzieren würde, so eine Art intellektuelle Erkenntnis, also plötzlich zu verstehen, Zusammenhänge zu erkennen, und wie sich das doch nochmal meinem Dafürhalten nach von einer spirituellen Erleuchtung vielleicht unterscheidet. Nee, also jetzt gar nicht als Widerrede, sondern nochmal für mich. Und ich würde es für mich vielleicht so bündeln, dass ich sage, also eine spirituelle Erleuchtung kommt vielleicht gar nicht so sehr jetzt über den Kopf zustande, sondern in einem, also sozusagen sich in einem Moment behütet zu wähnen, sich in einem Moment getragen zu fühlen, sich in einem Moment am offenen Grab stehend irgendwie dennoch getröstet zu wissen. Also sozusagen das, was doch sozusagen der religiöse Weg, wenn ich es mal ganz allgemein beschreibe, doch mitgeben will, ist sich in dieser Welt sozusagen, ja, also sozusagen mein Leben in einem ganz anderen Licht zu sehen, als in dem Licht, dass ich jetzt einen Zusammenhang erkenne, sondern oftmals gar nicht so in diesem intellektuell nachvollziehbaren Sinne, eher auf der Ebene, ja, behütet, getröstet, wunderbar geborgen. Also ich kann es jetzt nur in dieser Symbolsprache ausdrücken, weil ich glaube, auch nur darin etwas kommt zu dem Vorschein, was eigentlich damit gemeint ist. Also spirituelle Erleuchtung war gerade so mein Stichwort, wie ich das für mich irgendwie fassen wollen würde. Ja. Nur kurz dazu, würden Sie das auch dann sagen, dass es immer auch, eigentlich auch immer, ja gut, würden Sie das sagen, dass es auch immer momentan ist, also dass es auch immer wieder weggeht? So kenne ich das, also spirituelle Erleuchtung, das Gefühl, ist leider immer nur sehr kurzzeitig. Das passt vielleicht auch zu unserem Menschenleben. Oder gibt es das auf Dauer? Wäre schön, also würde ich behaupten. Ja, aber das ist ja, sagen wir mal so, wenn zwei beieinander sitzen und sie nähern sich sozusagen einem wirklichen Thema, einem spirituellen Thema, dann partizipiert jeder an der Hälfte des anderen. Und gehen sie auseinander, ist jeder wieder für sich alleine. Also das ist ja das Prinzip des Dialogischen und des Tridialogischen, dass man sozusagen in dem Augenblick etwas erzeugt, das ist im Augenblick auch da und füllt den Raum und füllt die Menschen. Und wenn man auseinandergeht, naja, dann hat man die Erinnerung daran, aber das ist nicht mehr das Gleiche. Das ist einfach so. Moment. Ich möchte nochmal auf die Rabbiner zurückkommen, die es nicht schön finden, wenn alle gleicher Meinung sind. Dachte ich sofort an mein Berufsleben. Meine liebsten Studierenden waren die, die kritisch waren. Weil die haben mich gefordert. Die haben mich weiterentwickelt. Ich habe sie nie als persönliche Kritik empfunden, sondern als den Zwang, mich weiterzuentwickeln und ein Wissensbedürfnis auf der anderen Seite zu befriedigen. Und jetzt meine spannende Frage an die drei da vorne. Welchen Spielraum lassen denn Ihre drei Religionsgemeinschaften für deutlichen Widerspruch gegen den Mainstream? Ich erinnere mich an eine Predigt von Pfarrer Hoberg, und hinterher gab es noch Kaffee, und da hatte er einen Disput mit einem Zuhörer, der sich dann herausstellte, er war von irgendeiner Partei und da auch nicht ganz unwichtig. Und Pfarrer Hoberg sagte mir dann, oh, da gibt es Ärger. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was, schön. Wieso schön? Ich sage, Ärger tötet nicht. Waffen tötet. Dieses Wirtschaftssystem tötet. Und da muss man es auch mal aushalten, entgegen dem Mainstream anderer Auffassung zu sagen, wenn der Wunsch der ist, auf dem rechten Weg voranzukommen. So, welche Chance haben Sie da? Im Judentum ist es relativ einfach, da es keinen Papst gibt. Jeder Jude ist bestimmt für sich selbst, jede Gemeinde bestimmt für sich selbst, jeder Rabbiner bestimmt für sich selbst, wo es lang geht. Und deshalb, also ich glaube, es gibt 15 Millionen Juden in der Welt, wahrscheinlich auch 15 Millionen Meinungen, vielleicht sogar 16 Millionen, wer weiß. Also man muss das einfach sehen, das ist vielleicht der Vorteil,
einer nicht so hierarchisch und nicht so durchorganisierten Religion, die am Ende schon immer sehr unterschiedlich war. Also das osteuropäische Judentum anders als das mitteleuropäische, das fardische und das orientalische wieder anders. Und all die Dinge haben über die Jahrhunderte hinweg zusammen existiert und existieren auch heute. Und das ist sozusagen das Gleichzeitige des in dem Sinne sehr unterschiedlichen. Also das Judentum ist darin geübt und ich sehe das so wie Sie. Also Widerspruch ist manchmal anstrengend, aber am Ende führt er weiter. Ja. Also es ist natürlich, es gab Zeiten in der islamischen Geschichte, wo diese Offenheit für Widerspruch besser waren oder auch schlimmer gewesen sind. Ich merke, dass die Muslime sich im negativen Sinne ein bisschen entwickelt haben. Und das hat eher mit dieser Erleuchtetheit oder Aufgeklärtheit zu tun. Je mehr sie sich, also weil die in der Geschichte, wenn sie sich dafür interessieren, würde ich auch das Buch von Thomas Bauer, Die Kultur der Ambiguität, empfehlen. Da sieht man, dass im 8., 9. Jahrhundert, also unterschiedliche Koran-Auslegungen in einem Buch nebeneinander stehen konnten. Also diese Toleranz, dass unterschiedliche Menschen unterschiedlicher Meinung sein können, die hat man vielleicht in späteren Zeiten ein bisschen verlernt, wiedergelernt und nochmal verlernt. Und heute stehen wir vor der Herausforderung, es wieder anzutrainieren. Aber das heißt nicht, dass es nicht gibt. Es gibt Menschen, also ich versuche zu diesen Menschen zu gehören, wo quasi jetzt dieses Hinterfragen und unterschiedliche Meinungen groß schreibt. Ich komme von dem Gedanken der Erleuchtung her und sage, was kann denn anders bitteschön passieren, als wenn das Licht des Versprechens Gottes, dass jeder und jede ein geliebtes Kind desselbigen ist, auf diese Welt und ihre Situationen und Strukturen fällt, anderes, als dass dies Widerspruch erzeugt. Was kann anderes passieren, als wenn das göttliche Licht in mein Leben fällt und mir auch die eigenen Widersprüche aufzeigt, mir aber auch gleichzeitig den Trost gibt, dass ich in diesen Widersprüchen weiterhin das geliebte Kind Gottes bleibe. Also ich kann meine Existenz gar nicht von dieser Form des Lichtfallens auf lösen. Das alles andere sind dann dialogische oder sonstige Fragen, wie man dann das sozusagen in einem System niederschlägt und wie auch eine sichtbare Kirche sich dazu verhält. Ich bin auch Angestellter einer sichtbaren Kirche, aber ich bin an erster Stelle Christ. Und insofern kann ich das für mich nur so beantworten. Was passiert, wenn dieses Licht des Versprechens Gottes in mein Leben, auf unser Leben, in diese Gesellschaft fällt? Ich muss mich jetzt leider ausklinken, weil ich heute Abend noch einen Termin habe. Aber ihr könnt weitermachen. Ich könnte da auch, also mir ist eingefallen, wenn ich schon heute von Nursi zitiert habe, ich kann noch erzählen, Er sagte, ihm ist es viel wertvoller, wenn er in einem Streitfall Unrecht hat. Warum? Er sagt, wenn ich Recht habe, dann spricht es mein Ego an. Ich lerne nichts Neues und ich werde verleitet zu Überheblichkeit. Aber wenn ich in diesem Streitfall Unrecht habe, dann ist es für mich eine Lehre und zweitens, ich lerne was. Also von daher, ich finde, das ist auch nochmal ganz schön und irgendwie interessant zu erleben. Das kann die Türen für die Erleuchtung dann öffnen, wenn man genau diese Perspektive einhalten oder ja, ermöglichen kann. Ja, wenn keine weiteren Beiträge sind, dann würde ich mich auch bedanken. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch und ja, und an dieser Stelle nicht nur Sie, ich habe auch immer
jetzt gemerkt, ja, das könnte auch mein Referat sein, das könnte mein Referat sein. Und ich musste da einige Notizen mal einfach weglassen und auch im positiven Sinne. Also wir stehen im House of One dafür, dass wir sagen, religiös unvermischt, jeder das eigene, aber wir haben auch Schnittstellen. Und Thema Erleuchtung hat wieder mal sehr viele Schnittstellen gezeigt, aus meiner Sicht. Ich will nur ganz kurz sagen, Sie hatten in einem Nebensatz von einleuchten, es leuchtet mir ein. Ich finde dieses Präfix ein und erleuchten, das finde ich schon sehr gut. Ne? Wenn ich erleuchtet bin, dann muss es mir auch einleuchten. Ja.